Ich sehe alles. Oh Gott, der Bürgermeister. Oh, wir arbeiten schon, wir kleinen armen Baumstämme. Ihr seid nur Baumstämme ohne Seele. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Oddsparks. Willkommen zu einem Automation Adventure, zu einem automatischen Abenteuer. Ich bin gespannt, wie es ist. Ja, wir können hier so eine Art, guck mal, Holz stellt Holz her. Wie pervers ist das denn? Ach ja, los geht's, wie auch immer. Das ist irgendwie so ein Mischmasch aus RPG und Fabrikspiel. Also, ich bin gespannt. Oh ja, Haartyp Bob, wie kann ich das denn jetzt weg? Tolle Frise. Oh Mann, das geht... Geflochtene Zöpfe kurz, Bonnie. Tolle Frise. Ach, das geht ja schon. Ich muss eigentlich tolle Frise nehmen. Hautfarbe. Hammel Kellerkind. Hier, Kellerkind. Ganz wichtig. Nein, ich gehe nie raus. Oh Gott, ja, hier. Ist gleichzeitig auch so eine Art Fähigkeit, die Feinde zu blenden. Augenfarbe. Ich habe grau-grün. Entschuldigung, ich war jetzt krank. Und jetzt dürft ihr das mit mir genießen. Eher ein bisschen braun. Oder auch nicht. Vielleicht da ein bisschen grün mit rein. Guck mal hier so. Ach, keine Ahnung. Machen wir rot, weil, ne, das sieht man wenigstens, wenn überhaupt irgendwann mal Haarfarbe. Straßenköter blond. Was ist denn hier? Wo ist mein Straßenköter blond? Ist ein bisschen kompliziert hier. Bisschen rot. Ach komm, machen wir rot. Ist auch egal. Ja. So, dann zu meinem Cape. Oh Mann. Warte mal. So. So. Dann sind die aber... Guck mal, da sind die Blätter aber leider schwarz. Das ist natürlich keine Option. Dann machen wir die lieber rot. So. Pass auf. Und dann ist das hier. Genau, so. Und das hier ist, Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Ich mach mal so. Wir werden sehen. V-Ausschnitt geschlossen. Ich darf keine Knöchel zeigen. Oberteilmuster, Punkte. Oder Blätter. Das ist alles schon sehr, ja. Brosche, rund, oval. Nimm was Eckiges. Nee, wir haben nur rund. Wir sind rund. Ja, ich bin auch rund. Ihr seid rund. Jetzt bin ich alle ein bisschen rund. Rot auf jeden Fall. Jetzt sind wir aus wie diese Feuertante aus Game of Thrones. Nur nicht so sexy. Ah, die war ja eigentlich gar nicht sexy. Holz. Gibt kein Uran. Gesichtsaccessoires. Schnurrbart. Oh ja, Baby, gib mir den Schnurrbart. Bart mal. Also ich mag den Schnurrbart, ja. Sieht aber aus wie ein Mädchen, das sich Schnurrbart angeklebt hat. Nämlich Vollbart, Rotbart, der Rotbärtige. Der Rotbärtige. Los geht's, speichern und beenden. Warte mal, zurück. Fertig, ja. Dorfname, Hüffen. Waldtal, Seed zur Generierung. Mein Geburtsdatum, los geht's. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Spaß, liebe Leute. Auf ins Abenteuer. Und hier wird ein großartiges Tal gegründet. Waltertal. Das Großartige aller Großartigen unter der Führung des grausamsten, nettesten Bürgermeisters. Es ist ein entspannter und ruhiger Tag und du ruhst dich auf deiner Bank aus. Auf jeden Fall. Alle Aufgaben des Tages sind erledigt. Und die warme Sonne wiegt sich sanft in ein Mittagsschläfchen. Mittagsschäfchen? Schläfchen. Du träumst von einem Abenteuer. Von einem spannenden Leben als das, welches du jetzt im Grenzdorf führst. Ein spannenderes. Als plötzlich die Welt auseinanderbrach und alle starben. Ein ohrenbetäubendes Krachen unten im Feld zu hören ist und dich aufweckt. Toll, der Plumpsklo ist kaputt. Nein, das Klo! Bis vor kurzem war dies ein großes Gebäude, in dem du Gegenstände lagern konntest. Ach so, ein Lager. Ja, so. Es ist offensichtlich, dass es keine Möglichkeiten gibt, den Schuppen zu reparieren und du fängst stattdessen an, das Gebiet aufzuräumen. Während du die Trümmer und Holzsplitter wegräumst, findest du ein glänzendes Metallobjekt inmitten des Durcheinanders.
Das muss das Ding gewesen sein, das in deinem Schuppen gekracht ist und es zerstört hat. Okay. Unsicher, was es ist, hebst du das seltsame Metallgegenstand auf? Ja klar, auch Spritzen und so heben natürlich auch verboten auf. Es fühlt sich warm an. Es kommt eine Person in deinem Sinn, die vielleicht helfen kann, es rauszufinden, was der Gegenstand sein könnte. Der antike Forscher! Der antike Forscher! Okay. Los geht's. Dein Charakter läuft fadenschneller. Okay. Ich sammle jetzt mal ein paar Bären an. Mit meinem Stock. Ich stoche drin rum und dann habe ich die Bären in meinem Inventar. So funktioniert das. Okay. Also spielt sich schon mal gut, muss ich sagen. So, und jetzt... Achso, ich soll da oben hingehen. Wir gehen zum antiken Forscher. Reden. Antiker Forscher, du brauchst meine Hilfe mit einer komischen Sache. Ich liebe komische Sachen. Nun zeig schon. Oh, was, wenn ich das in genau dieser Stelle hineinpiekst? Das sonnenbare Stück Metall, das du aus deinem kaputten Schuppen geholt hast, erwacht zum Leben. Es wickelt sich um deine Brosche und deinen Stab und plötzlich dringt eine Fülle von Informationen in deinen Geist ein. Verblüfft blickst du auf die antike Tafel in der Nähe des Forschers und stellst fest, du kannst die antike Schrift verstehen. Okay. Ah ja. Mhm. Ich kann's lesen. Die antike Tafel scheint außerordentlich kaputt zu sein, aber du kannst auf jeden Fall einen Teil des Textes lesen. Etwas über Magie, was auch immer das sein mag, Verwüstung, ein Spark, irgendwas mit Hoffnung und es gibt alles an, und du gibst alles dem Forscher weiter. Oh, du kannst es verstehen? Das ist ja unglaublich. Fantastische Neuigkeiten. Du musst dir sofort das Dorfmonument für mich ansehen. Okay. Annehmen und anheften. Oh, geh ohne mich. Ich werde nur, ich werde dich nur aufhalten. Komm zurück und erzähl mir, was du gefunden hast. Okay. Dann gehen wir halt jetzt zum Dorfmonument. Ich stoche hier nochmal ein bisschen in den Busch rum. Komm, gib mir den garstigen Bären. Komm hier raus. Kommt raus da. Los. Sehr gut, garstige Bären. Garstige Hobbitze. Okay, das ist keine Frau. Ich dachte, das wäre so eine, weißt du, so wie die eine bei Stardew Valley, die Tiere verkauft. Was ist das hier? Frostmaschine. Nein, ist eine Forstmaschine, aber jetzt habe ich Frostmaschine gelesen. Jetzt ist die Frostmaschine, es tut mir leid. Kommt her, ihr garstigen. Kommt raus, ihr garstigen Bären, los. Sehr gut. Garstige Bären. Ich mag garstige Bären. Wer mag keine garstigen Bären? Okay, hier ist das Dorf, es ist schon mal nicht zu groß. Ich muss nicht mit zu vielen Leuten quatschen bis jetzt, das ist auch sehr gut. Das Dorfmonument ragt über dir auf, still und geprägt von den Zeichen der Zeit. Du streckst deine Hand aus und das seltsame Metall in deiner Brosche strahlt ein sanftes Licht aus. Plötzlich verformt sich die Schnitzereien im Stein zu einer Inschrift. Du hast kaum Zeit zu verstehen, was du siehst, während die Schrift erscheint und wieder verschwindet. Du schaffst es nicht, alle Informationen aufzunehmen. Irgendwas davon, dass der letzte Zugriff viele Millionen Tage zurückliegt. Das Wort Gefahr sticht dir ins Auge. Das Monument ist eindeutig wichtiger, als alle dachten. Das Wort verschwindet für einen Moment. Gefährliche Mengen an verdorbenen Äther entdeckt. Gefährliche Mengen an verdorbenem Äther entdeckt. Reinigungsstimulusvorgang eingeleitet. Du kannst das Monument rattern hören. Irgendwas im Inneren versucht sich zu aktivieren. Aber es passiert nichts. Ätherische Reinigung fehlgeschlagen. Funktion gesperrt. Verbindung getrennt. Reinigungsvorgang ist ratsam. Lebensgefahr. Kritisch. Das Monument öffnet sich und offenbart eine große Anzahl kleiner Steinplatten. Eine erscheint in der Mitte mit einer einzigen Öffnung und einer vereinzelten Taste. Du solltest dem antiken Forscher von allen erzählen, was du gefunden hast. Okay. Okay, auswählen. Okay. Okay, okay. Eine Sekunde. So, weiter geht's. Ich bin ein bisschen entschleimend, es tut mir leid. Komm her, du garstige Bären, los! Zeigt euch, wo seid ihr denn? Ja, sehr gut. Nieder mit der Natur, nieder mit den Büschen. Wir müssen die Welt verpesten. Es ist alles viel zu niedlich und zu süß hier. Ich mag ja niedlich und süß, aber ein bisschen rauchende Schornsteine, so ein bisschen Ferngully. Ne? So Ferngully-Vernichtungsatmosphäre. Toll, jetzt habe ich keinen Wegpunkt zum Forscher. Das gibt's doch nicht, jetzt muss ich den suchen. Aber wir haben hier Voxel Base schon mal. Ihr seht, das sind so ein bisschen. Oh, ich bin gespannt. So, der Typ, der auf den Büchern draußen steht. Hast du das Monument, das antike Monument schon angesehen? Sag mir, dass du es gesehen hast. Jetzt spannen einen alten Mann nicht so nämlich auf die Folter. Abschließen. Du
Du schreibst den antiken Forscher alles, was du gesehen hast, als das Dorfmonument aktiviert wurde. Die seltsamen Text und Öffnung im Platz der Theresstück war, wie es versucht hat, einen Reinigungsimpuls durchzuführen, bla bla bla. Ein paar Abenteurer brachen auf in den Norden, um zu erkunden, was jenseits des Waldlands und sogar in jenseits der Berge liegt. Diejenigen, die am weitesten gereist waren, kehrten krank zurück und erzählten, dass die Magie des Äthers selbst sich seltsam anfühlte. Einige hatten das Wort verdorben verwendet. Es würde eine Menge erklären, wenn das Dorfmonument verdorbenes Äther reinigen kann. Es war schon seltsam, dass dieser Ort wieder für gemacht war, um ein neues Dorf zu gründen. Klingt, als sollten wir es aktivieren. Okay. Begutachtung des Monuments. Wenn du Ätherstücke brauchst, musst du ins... wollte nur dort eigentlich hineingehen, aber ich gebe dir Erlaubnis, aber sei vorsichtig. Okay. Normalerweise bekommst du ein Ätherstück, indem du Tiere jagst. Aha. Aber ach ja, vielleicht hast du bessere Chancen, wenn du nach einem Hoppelweber-Kadaver suchst. Da ist ein antiken Schrein direkt am Eingang. Einen kleinen süßen goldenen Kerl obendrauf. Das solltest du dir auch mal anschauen. Okay. Okay, so klug klingt er gar nicht. Viel Glück. Hab ein großartiges Abenteuer, hörst du? Ich darf eigentlich nicht in den Wald gehen, weil dort kann man großartige Abenteuer führen. Nimm das, garstiger Busch. Das macht schon Spaß, ne? Das ist jetzt mein Haus, ne? Und ich kann hier wahrscheinlich irgendwas bauen. Warte, ich will jetzt hier noch mehr Büsche zerstören. Nimm das, garstige Natur, los! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin bereit, Abenteuer. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn der Ausgang? Ich habe irgendwie ein Gefühl hier oben. Pass auf, ich gehe jetzt einfach mal nach meinem Gefühl nach. Das sagt mir, hier ist der Ausgang. Ach, da war noch ein Wegpunkt sogar. Das ist die Mine, oder? Dorf verlassen. Okay, nevermind. Warte mal. Sollte ich nicht nach irgendeinem Schrein gucken? Ach, der hier. Vor dir steht eine antike Steinruine. Jetzt ist klar, dass es weniger um einen Schrein und mehr um eine Maschine handelt. Der Stein leuchtet durch deine Berührung etwas auf und die Schnitzereien auf dem Stein beginnen sich zu verschieben und Worte bilden. Sich. Beginn des Tests. Versuch der Erzeugung eines Stumpy-Sparks. Verbindung nicht gefunden. Test fehlgeschlagen. Um die Verbindung wiederherzustellen, schalte die folgende Funktion frei. Maschinenreichweite 0. Okay, toll. Ja. Ah, hier. Hier. Rennen. Das ist doch nur Hilfe. Sowas brauche ich nicht. Kann ich das hier fällen? Was ist das denn da? Ein Hoppelhäschen. Okay. Käferbäumchen. Sammle ätherische Stücke Kadaver. Soll ich jetzt erstmal so ein... Ich meine, kann ich jetzt irgendwie was abknallen? Habe ich eine Schrotflinte oder so? Warte mal. Steht vor, den Stein leuchtet in Berührung etwas auf. Schnitzereien auf dem Stein beginnen sich zu verschieben, um die Worte zu bilden. Wegpunkt inaktiv. Wegpunkt Reichweite. Warte, ich muss doch jetzt bestimmt... Leertaste? Was ist das denn hier? Komm her, du kleines Bienenmonster! Kommt, meine kleinen Kinder, ich führe euch aus der Stadt raus! Okay, es tut mir leid. L. Restauration des Monuments. Nein. Pin lösen. Hauptquest. Okay, das ist keine Quest. Kann ich jetzt irgendwie craften oder so? Okay, ist noch fehlgeschlagen. Gut, was soll ich das hier lesen? Aus Holz. Ich werde sie Spunky Sparks nennen. Sie sind der erste Schritt, um es richtig anzugehen. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal hier gucken, was hier so alles ist. Das ist ein Feldhoppelweber. Aber wie soll ich denn den Feldhoppelweber töten? Will ich den Feldhoppelweber überhaupt töten? Ich werde euch tot summen. Was ist das jetzt? Ich habe einen Stein aufgesammelt. Okay. Wir werden es rausfinden. Wir werden es schon noch rausfinden, keine Sorge. Wir haben noch einen Stein. Wir haben einen Stein! Jetzt irgendwas ver... Okay, hier ist noch mehr Holz. Warte mal, Inventar. Tab. Aha. Gegenstand verschieben, Hälfte nehmen, platzieren, Stapel aufteilen. Also hier ist kein Crafting. Das ist ein Kadaver von so einem Hoppelhäschen, oder? Tatsächlich. Da steht halt nichts. Aber ich glaube, das ist ein Kadaver. Sieht halt so aus.
Okay, wir sollen ins Dorf zurück. Ich bin bereit, Beförderung. Guck mal, der Baum, ja, er fällt schon auseinander. Und dann kann ich ihn verarbeiten. Wunderschön. Soll ich jetzt schon... Ich soll jetzt... Okay, Dorfmonument. Ich komme, ich komme. Ah, bis jetzt finde ich es ziemlich cool. Ah, hier so. Hier, bitteschön. Eins. Okay. Aha. Und jetzt schalte alle Werkbankschreine in Reichweite 1 frei. Zwei Werkbänke freigeschaltet. Arterischer Drillstein, Crafty Spark Schrein. Warte mal. Aha. Du hast den Wegpunkt zum Dorfmodell freigeschalten. Okay. Blätter. Schalte Questübersicht blabla frei. Okay, hier, bitteschön. Okay, und jetzt hier haben wir noch ein Steinchen. Gut, dass ich ihn auch schon gesammelt habe. Wunderschön. Und jetzt haben wir noch das. Das haben wir aber nicht. Verlasse durch den alten Minenschacht einen speziellen antiken Schrein außerhalb des Dorfes. Okay. Okay, so, jetzt aber. Jetzt hat bestimmt I got the power. Du berührst den Schwein und er erwacht langsam zum Leben. Es scheint ein paar Testläufe zu machen und prüft, ob alles funktioniert. Hallo, ich bin... plötzlich spuckt er ein ziemlich seltsames Wesen in die Arme. Du, der Schrein reagiert, dass der Stumpy Spark als Teil des Tests sofort aktiviert wurde. Der Stumpy Spark... Ach, das ist das Vieh, ja? Starte dich an und scheint bereit und begierig zu sein, Anweisungen zu halten. Oh mein Gott, ich bin ein Lappenherr. Ich bin ein kleiner Holzlappen. Wunderschöne Holzlappen. Ach nee, und verwandelt sich der Stumpy Sparks mit einem magischen Wölkchen in eine Holzscheibe, da die Deaktivierung des Sparks erfolgreich war. Der zeigt dir der Schrein an, dass er nun voll funktionsfähig ist. Der seltsame Metall in deinem Stab, Entschuldigung, desto mehr ich lese, desto panischer werde ich, desto mehr überlese ich. Und es erscheint, scheint Schlitze in der Scheibe reinpasst. Du setzt sie ein und der Stumpy Sparks beginnt dir zu folgen. Okay. Los, komm, mein Kleiner. Ja, fein. Abbaututorial. Kannst du jetzt im Zielmodus werfen? Geil. Und die kämpfen jetzt für mich? Ja, los. Ja, sehr gut. Ja, zeig's der Natur. Damit werden wir alles reinigen. Unfassbar. Was, wenn ich den jetzt, warte mal, wie war das nochmal? Kannst du das auch fällen? Jawoll. Ja. Wir haben die Macht, die Natur zu zerstören mit Naturmagie. Und kleinen Naturwesen, wie pervers. Ist das nicht schön? Setz den Sparkleiste, wirf den Spark, sammle Kieferbäumchen, okay. Sammle Kieferbäumchen, aber wie sammle ich denn Kieferbäumchen ein? Soll die zerstören wahrscheinlich? Was soll das bedeuten? Sehr schön. Herstellung von Stumpy Spark. Okay. Was, 3,8 Minuten? Oder 3,8 in einer Minute. So, das bedeutet wahrscheinlich. Okay, gut, damit kann ich leben. Dass ich das so schnell gerallt habe, oder? Das ist unfassbar für mich. Schade, dass ich den nicht drauf ansetzen kann. Kann ich? Warte, wir machen das erstmal fertig. Sehr gut. Nehme ich die jetzt raus. Okay, jetzt habe ich noch 3. Sehr gut, warte mal. Los, arbeitet da. Jawohl! Und du bringst jetzt Zeug dahin. Sparkplätze, okay. Ja, schließe die Quest und Person ab. Antiker. Okay, jetzt gehen wir erstmal zum antiken Blödmann. Der alte Mann, der auf den Büchern draußen steht, wenn es regnet, die Bücher nass werden. Daran denke ich die ganze Zeit. Du hast es freigeschaltet? Fantastisch! Du hast den Schrein angeschaut?
Was hat sich dort verändert? Aha. Nachdem du antike Forscher darüber informiert hast, dass du am Dorfmonument gesehen hast, hast du Maschinenreichweite 0 aktiviert und nun können weitere Funktionen im Moment freigeschaltet werden. Aber jetzt, wo der Stumpy Spark erscheint, freigeschaltet ist, solltest du ihm nachsehen, was er verändert hat. Verlass den Dorf, antiken Schrein außerhalb des Dorfes, abgeschlossen. Genau, bla bla bla. Man nennt sie also Sparks, sagst du? Wie ungewöhnlich. Ich habe eindeutig noch einiges herauszufinden. Hm, die sind ja ganz niedlich. Du solltest sie herumzeigen. Na, super Idee. Vielleicht haben andere aus dem Dorf einige Gedanken oder Ideen von ihnen zu ihnen. Okay, nee. Muss ich jetzt wirklich mit allen reden? Ich will aber bauen. Was hat der jetzt? Ich habe meine Aufzeichnung durchgekämmt und es scheint, dass diese Sparks völlig einzigartig sind. Du bist die erste Person, die je etwas derartiges entdeckt hat. Was soll der Blick? Bist du überrascht, dass dieser alte Mann tatsächlich etwas arbeitet? Antike Technologie ist mein Spezialgebiet. Das kannst du mir glauben. Blalala. Der antike Forscher grinst. Stumpy Spark. Aha. Liefere ab und dafür kriege ich Waldspark Werkbank. Okay. Was soll ich da reintun? Okay. 20 und... Ach du Scheiße. Guck mal, Racer. Bürgermeisterin. Oh, Achtung. Ich bin der einzige Bürgermeister. Diese Sparkdinger, die du gefunden hast, sind ziemlich süß. Ich bin sicher, dass viele Menschen von weit her anreisen werden, um sie zu studieren zu können. Aber es sind meine. Ich will ja reich werden. Ich will das ja nicht teilen. Obwohl unser Dorf ein wenig unterentwickelt ist. Wir hatten nämlich einen Grund zu wachsen. Aber vielleicht können wir das, keinen Grund, etwas tun, damit diejenigen, die dir beim Studieren des Sparks weiterhelfen können, kommen und bleiben wollen. Okay. Krass, das sind so krasse Sammelquests. Warte, wir gehen jetzt mal wieder raus. Warte mal, ich würde auch hier noch so einen Spark reinsparken. Spark mich mal. Ja, aber wie muss ich den jetzt hier reinwerfen? Los, Rainer! Kann ich auch wieder nehmen? Komm her, Sparky. Husch, husch. Blöder Spark. Ja, da musst du irgendwie rein. Ah, hier. Und tschüss. Ich hab ihn geopfert. Aber für was? Ich weiß es nicht. Okay, den Rest haben wir noch nicht. Ich habe einfach mal reingeworfen. Jetzt brauchen wir einen neuen. Ich brauche einen neuen Timmy. Okay. Toll, jetzt habe ich keine Arbeitskräfte mehr. Oh, warte mal. So. Arbeiten jetzt hier, los! Ich sehe alles. Oh Gott, der Bürgermeister. Oh, wir arbeiten schon, wir kleinen armen Baumstämme. Ihr seid nur Baumstämme ohne Seele. Also ihr bringt mir nur einen und den Rest nicht. Aha. Ich merke schon. Okay, dann noch den da. Könnt ihr den fällen? Okay, können sie nicht. Und Flöte spielen kann ich auch nicht. Hui! Wie sie sich freuen, dass ich sie werfe. Das sind wahre Lappen. Ja, danke, Herr. Dankeschön, Dankeschön. Dann haben wir jetzt 9. Kann es sein, dass das immer teurer wird, desto mehr... Warte mal, ich tue jetzt mal ein. Da rein. Ah. Guck mal, der rollt über das Ding drüber. Super, das Spiel gefällt mir bis jetzt. Der erste Eindruck ist gut. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen... Hier, Angriff. Los, hau das Spinnenhoppelchen. Ja, sehr gut. Genau, zeig's dem kleinen Hoppelchen. Wir brauchen hier keine süßen Tierwelten. Angriff! Entsüße dieses Land! Genau so! Gib ihnen Kopfnüsse! Angriff! Super! Dieser arme Hoppel, das ist schon ein bisschen traurig. Genau. Alter, der rottet echt alles aus hier, oder?
Los, komm mit, mein kleiner Sklavenbaum. Wir werden Großartiges erschaffen. Nein, nur für mich. Für niemanden sonst. Aha, sehr gut. Nee, warte mal, falsch rum. So, so. So. Ja, sehr gut. Das ist ein Angriffsbefehl wahrscheinlich. Oder ist das Heilung? Ne, Heilung haben sie nicht verdient. Ah, Rechtsklick. Okay. Okay, schick sie alle auf einen Baum. Ich glaube, das ist für uns lukrativer. Das erinnert mich so ein bisschen an Pikmin. Ja. Waldrand-Sparks. Sehr schön, sehr schön. Ich will mich auch gar nicht mehr bewegen müssen. Was haben wir hier? Antike Truhe. Ist aber irgendwie eingesparkt. Verspark mich mal. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ach, ihr könnt gar nichts. So, jetzt bringen wir das nochmal zurück. Kommt mit, ihr kleinen Sparkviecher. Ich müsste irgendwann so Straßen bauen können oder so. Ach so, warte mal. Entschuldigung. Kann ich das irgendwie... Aha. Mit Shift. Okay. Rollt mal da ein bisschen rum. Hier kann ich nichts machen. Das kannst du auch nicht. Jetzt gucken wir mal, ob die auch dann direkt zum nächsten übergehen. Was ist das denn hier? Achso, das sind so Quests und Sachen. Aber die bringen mir immer nur eins anstelle des anderen Holz auch. Ja, machen wir nochmal ein bisschen Steine hier. Ich soll 80 Holzscheite liefern? Ich weiß ja nicht. Ja, aber eigentlich... Also bestimmt... Wir müssen mal gleich gucken. Komm mit dir, kleinen Lappen. Wir haben Arbeit zu verrichten. Okay. Also, Aufgaben. Wir haben zu tun... Das sind halt viele Holzscheite. Das ist auch 100. Das ist zu viel. Stumpy Spark. Wald Spark Werkbank. Ich glaube, ich muss mal mit den anderen labern, was es da noch gibt für Quests. Da ah, der Förster. Holzbau. Aha. Ja, geh mal mit dem reden. Kommt mit, meine kleinen Arbeitsbienchen. Zeig mir den Dorf, wie toll ihr aussieht. Wunderschön. Jetzt geh erstmal mit dem. Ist das der. Das ist der Quartiermeister. Los, links zu, links zu. Na, guck mal, sogar Formation. Ich bin stolz. Hey. Wie läuft es mit den Sparkzeugs? Du bringst den Förster auf den neuesten Stand der Dinge. Einschließlich der Tatsache, dass du kürzlich eine neue Schreine am Dorfmonument freigeschaltet hast. Mhm. Oho, weißt du, als Großvater vor langer Zeit im Waldrand erforscht, betrieb er seine Aufzeichnung im Schrein und seltsames aussehende Statue. Wenn ich also darüber nachdenke, könnte es eine Sparkmaschine sein. Hier, ich markiere auf der Karte. Okay, Skarafti Sparkschrein. Mhm. Blablabla. Bla, bla. Gut, jetzt gehen wir nochmal gerade zu dem Quartiermeister. Komische Puppen von dir, die befolgen Anweisungen, richtig? Können das Zeug tragen? Oh, annehmen. Aha. Ach so, ich soll dem jetzt geben? Mal toll.
Jetzt krieg ich jetzt habe ich Wege, geil. Ich habe Wege, Gott sei Dank. Aus irgendeinem Grund laufen sie immer nur auf der rechten Seite des Pfades. Hier, ich zeige dir auf, wenn du Pfaden baust. Okay. So. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Was brauchen wir denn jetzt? Der Förster glaubt, dass ungefähr ein Stand, also Crafty-Spark-Schrein zu finden. Können wir im Dorfmoment aktiviert wurde, hat er auf irgendeiner Karte. Achso, wahrscheinlich, wo wir dann so einen Bauschrein finden, um noch mehr so andere Sachen zu craften. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwas machen können. Das ist der Crafty-Spark. Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Den Rest haben wir, alles klar. Gut, liebe Leute, das war die erste Folge von, was sind die denn, wir gehen mal lieber weiter. Von, ach, wie hieß das Spiel denn nochmal? Oddsparks, natürlich. Ich wusste, dass das so heißt. Also, liebe Leute, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis jetzt macht das einen guten Eindruck. Ich würde sagen, bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Ihr seid die Besten. Adios, haut rein.